Willkommen zurück im gruseligen Gefängnis in Silent Hill 4 The Room, das einfach nur eklig ist und ich weiß gar nicht wohin. Bin ich die Treppe runter oder hoch gegangen zuletzt? Ich bin auf jeden Fall gerade hier wieder zurück, wo ich ja loslegte das letzte Mal. Hier ist wieder unten, ne? Da die letzte Notiz. Ich bin hier runtergekommen, ich bin aber hier noch nicht zurückgelaufen. Machen wir das mal wieder. Genau, hier sind wir das letzte Mal auch gelaufen. Ich höre unheimliche Geräusche. Da liegt doch was. Oh, es ist mir gar nicht aufgefallen. Mehr kann ich nicht tragen. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist genau das, was ich das letzte Mal meinte. Oh, dann müssen wir jetzt nochmal zurück. Ja, ich muss nochmal zurück ins Apartment, weil ich Zeug loswerden muss. Wie doof. Dann machen wir das doch mal. Wir gehen hier durch. Wir sind eh noch nicht durch dieses Loch gegangen bisher. Und dann werde ich auch nochmal speichern. Und ganz toll habe ich das hier diesmal aber auch gemacht mit diesen Viechern hier. Die sind jetzt alle tot. Die sind jetzt hier nicht mehr da. Das finde ich gut. Und hier ist auch wieder ein Rückkehr-Apartment. Nein! Hier sind ja noch mehr. Och, Leute. Mach doch mal was. Oh nein, mein Schläger ist kaputt. Warte. Ah. Scheiße. Das ist ja doof. Wie viele sind denn von den Dingern hier? Ja, komm mal her, du. Oh nein. Mein schöner Golfschläger ist kaputt. Ja, jetzt werde ich dann ja auf jeden Fall, lohnt sich das ja auch am Anfang des Parts jetzt mal zu speichern, weil ich ja hier die ganzen Mückenfliegenviecher erledigt habe. Oh. Findet er da eine Münze und kann sie nicht einstecken? Genau das, was ich das letzte Mal meinte. Aber dann können wir ja den kaputten Golfschläger auch nochmal entsorgen. Das ist ja immerhin was. Ist der Ventilator, der ist jetzt immer noch an, ne? Ich habe nicht darauf geachtet, war der immer an? Ich glaube, der war immer an. Es war nur das Rauschen vom Fernseher. Und der ist jetzt wieder aus? Pff. Wie erwartet, kein Strom. Ja, aber jetzt ist er aus. And next we'll be taking a look at the weather. Tonight we can expect scattered clouds clearing by morning. Tomorrow looks to be quite a nice day with a warm and sunny weather continuing through the evening and the weekend we can expect more of the same. So I hope you all get out there and enjoy your weekend. Dankeschön. Aber Wochenende haben wir leider erst hinter uns. Von daher, guck mal durch die Tür. Was denn nun? Was macht er denn jetzt? Ach, er macht sauber. Er sieht die Hände auch einfach nicht, ne? Es ist so merkwürdig. Ganz komisch. Ja, er hat es anscheinend aufgegeben oder was? Oder hört... Ah, warte mal. Ist er noch da? Ah, jetzt ist er weg. Na gut. Ja, ich weiß nicht, ob er noch was gehört und mitgekriegt hätte. Was ist mit Aileen? Ist sie noch da? Aileen ist da und liest. Ist ja auch übrigens unheimlich, fällt mir gerade ein, dass Walter uns eine Botschaft hinterlässt, von wegen, geh nicht hinaus. So, dass man meinen könnte, dass Walter als Mörder der ist, der denjenigen, der halt im Apartment ist und eben auf die Schliche kommen will, sozusagen, dass der die einsperrt oder so. Als ob irgendjemand den Einwohner mit K.O.-Tropfen erstmal irgendwie niedermacht und dann da die Ketten vorhängt. Aber es ist halt auch Silent Hill. Also von daher weiß man ja immer nicht, was ist eigentlich wirklich gemacht worden und was ist wieder nur eingebildet. Und so. So, der Grund, wieso wir hier sind, Sachen ablegen. Der ist Schrott, ne? Ja, der ist Schrott. Dann pack den mal weg. Und dann müsste ja wieder jetzt Platz sein. Und du kannst doch die mal neu... Nein, du sollst die laden. Nimm die mal und lad die. Kannst du das nicht machen? Nö, kannst du nicht. Alles klar. Kannst du... Hier die Münzen von der Lynch Street, die brauchen wir doch auch gerade nicht. Und diese Versuchungstafeln brauchen wir doch auch gerade nicht. Den behalten wir mal schön bei uns. Und ein bisschen Muni ist ja dann dran. Weinflasche weiß ich nicht, wofür wir die brauchen.
Ich hoffe, wir finden noch mal ein neues Golvereisen. Damit wir was zum Kloppen haben. Wie sieht's draußen aus? Es geht so nicht. Ein bisschen höher, so. Wir können ja... Können wir wieder schwenken? Ja, wir können... Da ist ein Heißluftballon mit Robbie. Der da oben fliegt im Himmel. Wie gruselig. Robbie, als Heißluftballon müsste es mal in Wirklichkeit geben. Wie unheimlich. Und kommt der immer näher und passiert dann was? Oh Gott. Wie der einen auch anguckt dann, wenn der sich rumdreht. Kommt der immer näher? Soll ich jetzt wirklich so... Ich will nicht so lange warten. Ich will jetzt stehen. Ob der wohl das nächste Mal, wenn wir wieder ans Fenster gehen, dann immer noch da lang fliegt? Aber ist ja auch irgendwie komisch, dass der jetzt hier... Ich kann immer nicht nach links oder rechts schwenken. Also es geht wirklich nur nach oben oder unten. Ja, der fliegt da ein Heißluftballon mit Robbie. Das muss einen ja als Spieler auch aufmerksam machen, weil ja genau dasselbe Häschen bei Eline nebenan auch auf dem Bett sitzt. Vielleicht passiert ja dann jetzt eher was, weil wir den gesehen haben. Man kann ja mal rüber gucken nochmal. Schadet ja nicht. Okay, Eileen liest jetzt ein anderer Bauchpose auf dem Bett. Ich werde jetzt auf jeden Fall speichern und dann gehen wir wieder durchs Gefängnis. Wir müssen da auf jeden Fall weiterkommen. Ich kann jetzt nicht hier so viel Zeit vertrödeln, aber ja, Wassergefängnis wird, alles klar. Genau, es heißt Wassergefängnis, das hatte ich auch so in Erinnerung und unheimlich in Erinnerung. Also ich finde es echt ein bisschen nicht schön. Nicht schön da. Liegt da was auf dem Boden? Die Wand ist noch weiter eingestürzt. Ja, es wird, geht ja auch immer mehr kaputt, ne? Habe ich gar nicht eigentlich mehr beachtet. Das Loch wird immer größer. Das Badezimmer sieht immer schlimmer aus. Und er selber, was? Ist es ja gar nicht, der das da irgendwie freigräbt. Das ist ja das Unheimliche. Passiert von ganz alleine. So, hier sind wir wieder zurück. Dann wollen wir mal wieder durchgehen, aber nicht hier durch. Wir müssen nach oben laufen, hier hoch. So, ich hoffe, das Stahlrohr wird noch weiter halten oder wir finden eine andere, bessere Waffe. Ich weiß doch bis jetzt nicht, ob im Wishhouse auf der rechten Seite noch was lag. Aber naja. So, ich... Hier hoch oder nicht hier hoch? Ich gehe mal hier hoch. Dann laufe ich hier hoch. Weil hier geht's ja... Ah, du blöder Sack, du. Ist das euer Ernst? Wer flüstert denn da so gruselig? Ich glaube, wenn ich hier ganz nah an der Wand lang laufe, dann kriegen die mich nicht, ne? Kann das sein? Jetzt bin ich wieder bei ihm hier, ne? Get me the hell out of here. Ich muss hier aber irgendwie... Oh, ich muss hier irgendwie mal einen Weg rausfinden. Wie denn nur? Wie? Get me. Ja, ich würde dich gern rausholen, mein Lieber, aber wie denn? So, jetzt werde ich nochmal die andere Tür hier... Nee, die meinte ich gar nicht. Ich muss nochmal zurück. Och, nee. Ich glaube, die andere war zu, ne? Ach! Ach, da passt der Schlüssel hin. Ach so. Ach so. Aber Moment mal. Das darf ich ja gar nicht vergessen. Ich bin ja zurück, um die Münze zu holen. Scheiße. Oh, scheiße. Ja, da müssen wir runter. Geht ja nicht anders. Runter, runter, runter. Immer rechts entlang. Die Münze, wo ist sie? Da ist sie. Da. Ja, nimm. Nimm sie. Ja, was für ein Medaillon? Heiligenmedaillon. Antigeist kann zusammen mit einer Waffe verwendet werden. Hat vorübergehende Antigeistwirkung. Aha. Jetzt habe ich sie ausgerüstet. Ja, ist doch gut.
Das war doch die Münze, oder? Oder war hier noch eine? Nee, hier ist die Tür. Das war sie schon. Ja, super. Dann gehe ich jetzt nochmal hier zurück. Dann haben wir die ja eingesammelt. Das war wirklich, wirklich ganz schwer zu erkennen. Also da kann man ganz schnell dran vorbeilaufen an dieser Münze. Das ist ja echt ein bisschen fies. Aber wenn das so eine Anti-Geist-Dings ist, das ist ja gut. Das ist ja prima. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? War ich hier schon? Geh mal hier runter, du. Ja, okay. Oh, ist das verwirrend hier. Ich komme mit dem Rappel hier, echt. Dir das zu. Bin ich jetzt doof? Hier hoch. Wo bin ich dann? Ja, und jetzt durch die Tür. Ah, okay. So, und jetzt hier rüber. Und dann haben wir es hoffentlich. So, hier waren wir noch nicht. Hier gehen wir jetzt mal hoch. Können wir da hoch? Ja, wir gehen hier hoch. Jetzt sind wir nämlich hier mit dem, da sollten wir doch hin. Wo sind wir denn hier? Hier ist ja ewig weit hoch, mein Gott. Okay, nochmal hoch. Und was ist... Wo sind wir denn hier? Hier können wir noch mehr... ist das unheimlich hier. Wir sollten aber aufs Dach, ne? Dann geh mal da hin, du. Es ist eine Leiter. Hinauf, vergiss es hinunter. Hinauf. Immer rauf. Wo sind wir hier? Ich guck mich mal um. Hier muss ich doch bestimmt was sich tun lassen. Da ist so ein Rad. Griff. Ja, das machen wir jetzt mal. Das sollten wir doch machen, oder nicht? Oder nicht? Ich glaube schon. So, das Wasser geht jetzt irgendwie weg. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Nicht, dass wir irgendwie dadurch was verpasst haben, weil jetzt irgendwas unter Wasser steht oder so. Was ist das für eine Tür? Die Tür geht nicht auf. Sie scheint von innen verschlossen zu sein. Ja, super. Ja, klasse. Dann gehen wir jetzt mal raus. Wir haben das Ventil gedreht. Das ist ja das, was wir tun sollen. Hier geht die Treppe runter. Können wir... Leiter meine ich, aber wir können auch laufen. Wir laufen mal. Oh, nö. Du kannst ja alle tot machen, ne? Alle miteinander. Boah, lasst mich. Kann ja nicht schaden, immer welche mitzunehmen, wenn man es hinkriegt. Und ansonsten wäre ich einfach nur weg hier. Oh nö. Warte, hier gehen wir mal durch. Hier waren wir noch nicht. Wir gehen mal hier. Gehen wir mal hier. Warte, da war eine Tür, oder? Ja. Oh. Okay, was ist jetzt hier? Da ist doch bestimmt was zum Lesen dabei. Kommen so viele Notizen und nichts dabei? Wo sind wir hier eigentlich? Wo waren wir denn schon und wo waren wir noch nicht? Das ist hier, Roof-Dings, hier Dachboden. 3F. Wir waren ganz unten, ne? Genau, wir waren im ersten Stock. Und unten waren wir eigentlich aber auch schon. Ja, das ist ganz unten. Aber so B1 waren wir noch nicht. 2F noch nicht. Und 3F sind wir jetzt. Okay. Dann müssen wir uns hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen umgucken. Aber du sagst gar nichts dazu. Warum sagst du nichts dazu? Ich hätte jetzt gedacht, dass hier ganz viele Sachen stehen. Kannst du die kaputt matschen? Was ist das? Oh mein Gott! Mach es tot! Mach es tot! Mach es tot! Mach es tot! Nein!
Wie eklig. Auf einmal stehen hier so... Und ein Loch. Oh, ist das so eine eklige Leichenrutsche? Oder ist das was anderes? In ein Loch hinein... Oh, ich will nicht in das Loch hineinspringen. Was wird immer gruseliger. Was sind das für Viecher hier? Und die brauchen voll lange, bis man die tötet. Da ist ja noch ein Loch. Und ganz viel... ganz viel von diesen Matschis. Lauf mal durch. Oder geh hier rein, genau. Oh, hier liegt was. Eine Notiz. Ein Stück Papier, auf dem etwas steht. Jetzt sieht's aus, als würde ich schlafen. Hm? Waren das Schritte? Ob sie mich gesehen haben? Oh, nichts, was dazu... Er sagt dazu gar nichts. Ist schon wieder so ein stiller, ne? Protagonist. Jetzt sieht es aus, als würde ich schlafen. Ist er denn. Ist die Leiche schon weg und er hat sich da hingelegt und das war's? Ja, das sind. Geh da schnell rein. Was? Was? Was sind das für Dinger? Und nimm das Zeug. Ich will mich verstecken, aber ich kann nicht. Nimm das mal mit hier. Pistolen-Dings ist immer gut. Es ist Graffiti, sieht immer noch wie Kinderschrift aus. Ich will mich verstecken, aber ich kann nicht. Oh, wie schrecklich. Ist da auch noch was? Nee, ne? Oder machen wir den auch platt? Hier, komm. Stirb. Du. Kartoffel, du. Komm. Du fieses... Oh, Manno. Jetzt musst du aber dran glauben. Glaub dran. So, jetzt haben wir uns verdient, nichts zu finden. Super, und dafür habe ich meine Kraft hier. Ja, komm her, du. Ich mache alle fertig. Schlag zu, Henry. Oh, alle Monster tot. Ja, schön, lauf rein in die Würmer. Kacke. Irgendwann werden wir in so ein Loch springen müssen, fürchte ich. Oh Mann, ey. Ich werd nicht mehr hier. Ja, nee, ist klar. Brauchen wir manchmal so eine Weile? Hier ist eine Notiz, komm. Es ist ein Tagebuch. Ich bin in Schwierigkeiten. Ich stand vor dem Überwachungsraum und hab geschrien, so laut ich konnte. Aber es kam niemand heraus. Oh, wie schrecklich. Tagebuch. Gestern gab's Rindereintopf. In der Cafeteria habe ich gehört, dass hinter der Küche ein Todesraum ist und sie nehmen Fleisch direkt von den Toten und kochen es. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Wie jetzt? Wie krank ist das? Wie krank. Was ist das? Hier liegen Kleidungsstücke herum. Was soll ich dazu sagen, ne? Was ist da einfach nur... So, und jetzt haben wir hier drei verschiedene Löcher. Irgendwo werden wir ja wohl jetzt mal durch müssen. Und wir haben ja auch die gruseligen Monster hier besiegt, dann gehen wir da mal durch. Durch das eine Loch hier, ne? Wir springen da jetzt runter. Oh Gott. Ich sag nur James. Okay. Jetzt sind wir hier wahrscheinlich kaputt. Okay, dann musst du noch weiter runter. Wir kommen ja hier nicht weiter. Okay. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Auch kaputt. Ja, dann nochmal bitte runter. Keine Ahnung, wo wir ankommen. Aber sonst bist du echt am Arsch, weil du hier durch die Löcher... Ah! Nein! Was? Oh Gott, auch noch zwei! Nein! Das ist nicht... Oh Gott, oh Gott.
sterben. Jawoll. Oh, Marv, auf einmal stehen hier diese... Sehen aus wie... Große Eulenaffen mit zwei Köpfen. Echt, was ist das für eine kranke Scheiße? Ah, ich werd nicht mehr. Schön, du bist durch Löcher gesprungen. Schön, schön, Henry, schön. Jetzt ist sie nicht mehr verschlossen. Na prima. Und wo sind wir jetzt? Zur Hölle? Ha? Ha? Hier, lad mal neu. Spar dir mal dein Rohr. Okay. Ah, okay, warte mal. Dann, wenn wir jetzt hier rechts wollen. Tür geht nicht auf, sie scheint von innen verschlossen zu sein. Okay, geht nicht. Und dann können wir hier aber hoch. Will ich hier hoch oder? Nee, wir wollen mal hier raus, wenn es geht. Nicht mehr verschlossen, okay. Gut. Schön, haben wir das geschafft. Duschraum? Was für ein Duschraum? Lasst mich. Bitte lasst mich. Ich will nicht. Eigentlich will ich schon nach Hause, in mein Apartment, wo ich speichern kann. Ich will hier gar nicht mehr. Wie weit geht's denn hier weg? Wo gehe ich denn gerade hin? Bin ich jetzt nicht wieder unten? Jetzt bin ich wieder hier. Wie sieht's denn da jetzt aber aus? Ich meine, wir können ja vor allem hier auch zurück. Ist jetzt hier alles voller Wasser? Es hört sich hier so... Das könnte doch sein, ne? Wir haben doch das Rad oben auf dem Dach gedreht. Was ist denn jetzt hier anders? Ja, jetzt fließt hier Wasser. Ah, es dreht sich das. So, nochmal. Du hast jetzt notiert, ja, ich weiß, aber... Gut, dann... Gut. Dann ich werde jetzt hier einfach mal durchdingsen, durch das Loch wieder. Und wir haben ja wieder einiges geschafft und dann gehe ich wieder zurück und steige die Leitern hoch und wir haben ja dank der Karte ein bisschen Überblick, wo ich als nächstes hingehen kann, wo ich noch nicht war. Ist schon heavy jetzt hier langsam. Aber solange wir zu Hause sind, regeneriert er sich auch langsam wieder. Das ist natürlich gut. Ich finde das gar nicht schlecht vom Prinzip, weil der Protagonist, der Charakter, den man spielt, der regeneriert sich dadurch, dass man halt wieder so einen sicheren Ort hat. Das ist irgendwie angenehm. Das nimmt natürlich so ein bisschen auch den Grusel-Effekt, so als wenn man wie sonst in Silent Hill losläuft und Pech hat, ne? Man geht von Raum zu Raum und da in dem Raum, wo halt man vielleicht auch schon Feinde besiegt hat, da ist man in dem Moment sicher. Aber es gibt jetzt keine Wohnung, nichts, ein Zimmer, wo man zurückkehren kann. Im Gegenteil, es verändert sich ja durch Silent Hill immer wieder. Man ist in der Parallelwelt oder auch nicht. Und trotzdem finde ich das hier nicht schlecht. So, jetzt geht es ihm nämlich auch gleich wieder gut. Und dadurch spart man sich natürlich, wie sonst in den anderen Silent Hill-Teilen, sie wird schon wieder gejagt, von, naja, den Gesundheitsdrinks, die man sonst hatte, ne? Das ist halt dadurch, die braucht man dadurch gar nicht mehr. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ach, aber es wird, glaube ich, nicht immer, ja, wird es immer so sicher hier bleiben, wo wir sind? Tja. So, sie ist ja im Flur. Also ich hoffe, dass es hier immer so sicher bleibt, wie es ist im Apartment. Wäre jedenfalls schön. Aber es ist ja schon jetzt hier unheimlich, weil ja hier die Sachen auch von alleine angehen und so. Das ist ja hier auch irgendwie alles nicht normal. Ich werde jetzt hier speichern und dann sehen wir uns wieder im nächsten Teil, im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann im Ruhm. Bis dann im Ruhm allein. Ich mein verdeutschten Englisch immer Ruhm. In the Room. Bis dann.